Morning, ich bin's, die verrückte Ente, und wir sind zurück zusammen neunten Küken Monats Vorstellungs, was halte ich davon, Video. Ja, der Hut ist eigentlich gar nicht schlecht, auch wenn ich die Hüte nicht benutze. Gar nicht mal schlecht. Vorab möchte ich auf einen Kommentar eingehen. Einfach nur, also ich blende die Leute auch aus, die sowas schreiben eigentlich. Habe ich jetzt auch gemacht in dem Fall. Möchte trotzdem nochmal einmal drauf eingehen, weil es bestimmt ein paar Leute gibt, die sich das auch immer wieder fragen. Ja, wieder die Deko. So. Und zwar geht's um mein Gemecker manchmal über das Spiel. Und dann gibt's halt Leute, die sagen: Warum spielst du es überhaupt? So, und da, ja, ich möchte einfach mal sagen, ihr versteht einfach nicht, was das hier ist. Es sind Videos zur Unterhaltung und man muss nicht immer alles super finden, ne? Also ich wette, es gibt auch viele Leute, die haben einen Job, da meckern die ganzen Tag drüber. Die kommen nach Hause und sagen: Oh, du, mein Chef hat wieder das und das gemacht. Und der Kollege, der ist total unfähig. So, man darf Sachen kritisieren und kann sie trotzdem machen, ne? Also man muss nicht immer alles super finden. Wäre ja schlimm, wenn einer immer alles direkt aufhört, was er nicht gut findet. Stellt euch vor, ihr seid verheiratet und ihr seid eigentlich nur am Meckern über eure Frau. Ja, und dann scheidet ihr euch. Nee, das macht man ja nicht, ne? So, das Spiel habe ich angefangen, ich habe es jahrelang gespielt. Und wenn hier doofe Sachen passieren, die ich nicht gut finde, dann meckere ich darüber. So einfach ist es, ne? So einfach ist das. Ich bin halt niemand, der alles gut redet, sondern der einfach die Sachen auf den Tisch packt. So, fertig aus. Wem es nicht passt, der kann ja, also es gibt ja richtig viele YouTuber, die das nicht machen. Die reden wirklich von morgens bis abends gut. Die könnt ihr gucken. Ne? Dann guckt ihr einfach bei mir nicht mehr rein. Denn hier, das verspreche ich euch, wird jedes Mal, wenn irgendwas schief läuft, gemeckert. Ja? Von morgens bis abends und von abends bis morgens. Hier wird richtig viel gemeckert. Übrigens auch lustig, dass das Video direkt so anfängt. Ist ja eigentlich das erste Video wieder für alle seit, keine Ahnung, seit ein paar Tagen schon. Habe immer nur Videos für Mitglieder gemacht in letzter Zeit, weil, ja, keine Ahnung, hatte ich einfach Lust zu. Also, wer Mitglied werden will, da gibt es auf jeden Fall ein paar Let's Plays. Wir gucken jetzt aber in den Farmpass rein, holen uns den Farmpass auch direkt. Übrigens, ganz großen Dank geht raus an folgende Namen. Ich habe die hier mal aufgelistet an der Seite. Die sind natürlich Unterstützer dieses Kanals und haben zum Beispiel den Farmpass damit finanziert. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Den werden wir uns jetzt. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Den werden wir uns jetzt direkt holen. Jetzt muss ich natürlich am PC wieder zusammenschnibbeln, ne? Ja. Eigentlich hätte ich auch einen Disclaimer machen müssen. Vorsicht! Ersten 3 Minuten meckern. Dann erst Farmbewertung. Ja, komm. Wir holen uns den Pass. Das heißt, ich bin direkt wieder da. So, da sind wir. Also wir haben uns den Farmpass gekauft. Ja, passiert ist irgendwie nichts, ist ja klar, ne? Wir gucken jetzt mal. Alter, 54.000 XP einfach beim ersten Teil. Also das ist wirklich, das sammeln wir mal ein. Sammel 30 Früchte. Das ist ja, mit, ja, gut. Das ist ja mit links. Ne? Machen wir mal eben. 30 Früchte einsammeln. Ich glaube, die brauche ich eh. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich brauche die. Wenn nicht, dann ist auch egal. Dann ist auch egal. Ja, ich weiß. Ich soll eigentlich gar nicht auf so Kommentare eingehen, ne? Aber, ja, also, ob man jetzt nur Sachen spielen darf, die man wirklich gut findet. Man darf da auch Sachen super schlecht finden und meckern. Gerade, vor allem, wenn man weiß, wie es vorher war. Also wenn sich was geändert hat, ne? So, ne? Also ich wette, jeder hat einen in der Familie,
ein Papa, ein Opa oder so, ne? Der weiß, wie es früher ablief und der ist nur am Meckern, wie es heute abläuft. Ne? Über irgendwelche Sachen. 100%. Und wahrscheinlich hat er recht. Ja, wahrscheinlich hat er recht. Man muss ja nicht immer alles schönreden. So, jetzt gucken wir uns das mal an. 54.000 und die kriegt man ja sogar so. Die kriegt man ja sogar so, das finde ich sehr gut. So, das holen wir uns ab, das holen wir uns ab. Wow, kommen wir ganz schön, wir kommen ja ganz schön weit. Hier, ich nehme immer das Brot, ne? Immer Brot, weil die anderen Sachen... Oh, was macht man denn mit so vielen Kakteen? Also, Moment. Alter Schwede, jetzt habe ich 10 Kakteen. Hä, warum? Was macht man damit? Wartet mal. Was macht man denn mit... Ach, jetzt habe ich diesen blöden Brunnen da drin. Ja, und der andere ist jetzt... Ey, das ist wirklich, ne? Das ist schlecht gelöst. Ja, jetzt mecker ich wieder. Oh, 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 oh. Entschuldigung. Ja, aber... So, wir gucken mal. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Und das ist auch, genau auf diese Community ziele ich auch ab, ne? Also jetzt mal so ganz nebenbei. Auf Leute, die das auch mögen. Sowohl das Spiel, als auch das Kritisieren von Sachen, die da sind, ne? Also, hä, das ist ein Zaun. Das ist ein Zaun, guckt mal. Wenn man es einzeln hinstellt, ne? Und so kommt noch... Das ist ein Zaun. Das ist sehr witzig. Tja, finden wir das cool? Oder finden wir das doof? Ich glaube tatsächlich, dass ich das gut finde. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, das ist Wahnsinn, ne? Ja, das ist Wahnsinn. Ey, eigentlich? Ja, eigentlich sieht das gar nicht so schlecht aus. Sieht eigentlich gut aus. Kann man machen. Kann man machen. Guck mal, ich rede gar nicht immer schlecht. Manchmal, wenn Sachen gut sind, dann rede ich auch gut. Was da hingegen super. Also das ist auch schon wieder peinlich, ne? Das ist wieder, ja, muss man einfach ansprechen. Man muss es einfach ansprechen. Leute, also was übelst peinlich war, wieder einmal dieses Event hier nicht geschafft. Zum zweiten Mal hintereinander. Die Leute einfach, ja, habt ihr Pech gehabt. Was? Ihr habt etwa bis zum Dings gespielt, sodass ihr euer Limit erreicht habt? Tja, Pech. Aber die anderen nicht. Ihr kriegt einfach nichts. Alter, was soll dieses globale... zusätzliche Ziel, wo man keinen Einfluss drauf hat. Es ist so doof für die Leute. Wirklich. Es ist doch so blöde. Die Leute spielen bis zu ihrem Limit, wo sie dann die Deko kriegen sollten. Und dann kriegen sie nichts, weil irgendein globales Ding nicht erreicht wurde. Hallo? 8 Saft hier rein, ne? Das ist ja auch Unding. Hallo, ne? Das ist doch auch, also zweimal hintereinander. Das eine Mal für Ostern und andere Mal jetzt. Also wirklich, wirklich. Lasst das doch weg. Warum macht ihr das denn? Also dieses, nee, also 15 dieser Holzdinger. Guck mal, diese schöne Deko und dann will die mir 100, nee. Also du kannst ja mal, bitte komm nie wieder. Und der hier, nö, ich verkaufe keine Dekos. So, wir gucken mal weiter. Also eine lange Vorstellung, egal. Küken, Tickets sind immer gut, wie viele haben wir? Küken, null. Ja, null. Gut, Küken-Dekos können wir, Dings können wir gebrauchen. 18.000 unten, ja, unspektakulär, unspektakulär. Das hier finde ich richtig cringe. Also das, keine Ahnung, das finde ich richtig dämlich. Das tut auch so ein bisschen, stellt euch vor, ihr seid in einer Gemeinschaft, wo ihr immer maximal alle 10 Aufgaben machen müsst.
und dann versemmelt ihr eine Aufgabe, dann seid ihr mehr oder weniger gezwungen, den Farmpass zu kaufen, damit ihr das wieder gut macht damit. Wisst ihr, wie ich das meine? Das ist so ein Gruppenzwang dann, ne? Nee, also das fühle ich auch gar nicht hier. Dieses, das ist ja ein Vorteil, den die Leute haben im Derby. Also hier ganz klar Pay to Win. Die Leute, die bezahlen, haben einen Vorteil gegen den Gemeinschaften, die nicht bezahlen und ganz normal Derby spielen. Wenn du da eine Aufgabe versemmelst, dann hast du halt den zweiten Platz und nicht mehr den ersten. So, aber wenn du dann bezahlst, dann kannst du doch den ersten kriegen. Ja, weiß ich nicht. Finde ich nicht cool. Ist aber nur meine Meinung. Ne? Was ist meine Meinung schon wert? Gucken wir weiter. Finde ich, ja. 110.000 Münzen. Klar. Ab einem bestimmten Level brauchst du sie halt einfach nicht mehr. Das ist das Ding. Wenn du ein kleines Level hast, steht da eine viel, viel kleinere Summe. Viel, viel kleiner. Ne? Aber wenn du ein bestimmtes Level erreicht hast, dann brauchst du es auch nicht mehr. Also guck mal, ich habe jetzt 4 Millionen. Ich brauche das Geld ja eigentlich gar nicht. So, wofür, ne? Klar, es kommt immer wieder mal eine Maschine, die kostet dann 1,5 Millionen oder so, aber bis dahin habe ich das Geld auch wieder zusammen. Also man braucht, Geld braucht man eigentlich nicht. Ab einem bestimmten Level, ne? Ich weiß nicht, vielleicht ab Level 90 oder so, dass man eigentlich kein Geld mehr braucht. Und ich sag mal, in den Leveln, wo man wirklich Geld braucht, und zwar ganz dringend, weil immer mehr Updates rauskommen, immer mehr Maschinen rauskommen, die kriegen dann hier vielleicht, weiß ich nicht, 15 oder 20.000. Ne? Also viel, viel weniger. So, gucken wir weiter. Ja, ja, das hier ist auch überflüssig bis zum geht nicht mehr. Wirklich, überflüssigste Müll überhaupt. Bitte, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr euch darüber freut, über dieses Ding, und ihr habt schon 10 Farmpässe gemacht. Sagen, also ihr seit 10 Monaten kauft ihr Farmpässe. Weil das sind 60 Euro, ne? Also ihr habt 60 Euro für Farmpässe ausgegeben und ihr bekommt zum 10. Mal dieses Ding hier. Freut ihr euch echt noch darüber? Könnt ihr das gebrauchen? Schreibt es mir in die Kommentare. Wirklich. So. 100.000 XP, uiuiuiui. Ja, Puzzleteile immer gut. Wobei, wenn die Tiere voll ist, was ist dann da? Was ist bei den Leuten, die schon alles an Puzzleteilen haben? Oder was ist bei den Leuten, die schon alle Plätze frei haben? Guck mal, da sind ja sehr viele Sachen. Also hier diese Erweiterungssachen, diese Klopapierrollen, was ist bei den Leuten, die das alles schon haben? Das ist ja für die, ist das hier, ja, die 5 Diamanten für jeden finde ich immer schön. Das ist eine schöne Sache. Bei Township kriegt man die direkt beim Kauf, also man kauft quasi den Farmpass und dann kriegt man direkt im Chat die 5 Diamanten, T-Cash, ne, immer direkt. Finde ich vielleicht sogar noch ein bisschen schöner. So, gucken wir weiter. Ja, Klopapier. Die Karten sind halt auch immer dieselben. Es sind immer, immer, immer dieselben Karten. Wäre auch schön, wenn dann neue Karten kommen und wenn man sich auch neue Karten einfallen lässt. So richtige Joker-Karten, die es nur im Farmpass gibt. Zum Beispiel, alle Sachen wachsen 50% schneller. Alle. Nicht nur 3 Pflanzen. Alle. Das wäre eine gute Karte, die man nur im Farmpass kriegt. Hey, super, ne? Oder alle Maschinen produzieren 50% schneller. Ey, da würdet ihr euch keinen Zacken aus der Krone brechen, ganz ehrlich. Macht es doch einfach mal. Macht das doch einfach mal. Gebt euch doch mal Mühe. Immer blöden neuen Maschinen, neue Produkte. Lasst euch doch mal ein bisschen einfallen. So, dann sehr schöne Deko. Ich liebe Katzen, ihr wisst es. Ich liebe, 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 liebe Katzen. Ich hoffe, das blöde Küken ist nicht da, aber ich glaube, das ist wirklich nur, ja, das ist ja überall, ne? Also das ist nicht da, sondern nur die Katze mit dem Pfeil, und das finde ich sehr schön. Sehr schöne Deko. Ich weiß zwar nicht, warum da jetzt mit Pfeil und Bogen und Schießding und die Katze da drüber.
Er hat fast die Katze getroffen einfach. Vielleicht hat derjenige auch daneben geschossen. Vielleicht wollte er die Katze treffen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, weil eine Katze dabei ist, freue ich mich. Ja, Katze finde ich nämlich schön. Katze finde ich schön. Küken-Ding unten finde ich auch gut. Ja, das Flugzeug. Ich muss es sagen. Ich muss es sagen. Ohne die Küken fände ich es einfach schöner. Ohne die Küken fände ich es schöner. Ich mag diese Küken einfach nicht. Die Küken sind für mich total cringe. Die sind für mich... Ja, ich finde die Küken doof. Klar, die sind süß, ne? Auch er mit seinem Mützchen und so. Aber die sind... Überall habt ihr diese Küken rumhampeln. Bei jedem Kükendeko habt ihr so drei Küken oder so da rumhampeln. Ja, es ist... Oh, mein Magen. Es ist sehr kindlich gemacht alles auf einmal, ne? Darüber haben wir ja schon gesprochen. Manchmal ist weniger mehr. Nur das Flugzeug, so als Deko irgendwo, fände ich richtig gut. Wirklich, das hätte ich mega gefunden. Hier unten die Deko. Alter Schrott. Alter Schrott, den haben wir damals beim Derby immer bekommen. Oder nicht? Habe ich doch. Habe ich mehrfach. Wofür braucht man das? Also warum packen die das als vorletzte Belohnung unten im Free-to-Play? Warum? Das ist doch Müll. Wer braucht das denn? Wer kann das denn gebrauchen? Ihr? Ah, da muss ich... Nee, da bin ich auch raus. Da muss ich auch meckern. Aber wie gesagt, die Katze finde ich super. Naja, ich muss jetzt auch öfter mal was Gutes sagen, damit ich die Leute hier nicht verärgere. Warum spielst du das überhaupt? So, 210.000 Punkte und oben 430.000 Punkte ist natürlich enorm. Das ist ein halbes Level bei mir. 75.000 Münzen ist weniger als hier, wo man schon 110 kriegt. Ne? Ist auch ein bisschen komisch. Da kriegt man 110, hier hinten kriegt man dann nur noch die Hälfte. Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte, aber ihr wisst prinzipiell, was ich meine. Da könnten es dann auch ruhig 150 sein. Ja, kann man ja eh nicht gebrauchen. Von daher ist doch egal. Ja, ansonsten sehr solide. Man kann halt, es ist halt auch, man kann so ein bisschen extra machen. Ne? Deswegen hole ich mir den Farmpass auch, damit man so ein bisschen eine extra Aufgabe hat, weil, ja, was willst du sonst machen? Was willst, oh, dass das immer so wegschiebt. Was willst du sonst machen? Wenn nicht das. So, boah, mein Magen, ey, also gleich ist wirklich Feierabend hier. Was willst du sonst machen, wenn nicht das? So, wir holen mal eben ab. Wir sind auf Platz nicht so gut wahrscheinlich. Hä? Ah nee, das ist doch von jetzt, oder? Hä? Oh, mein Magen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe mir eben so zwei Tassen Kaffee reingezimmert. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich habe wirklich einfach, wupp, ich habe die quasi kochend heiß runtergeschluckt einfach, weil ich eine Kaffeedosis brauchte. Und wir mischen einmal. Ich habe Kommentare gelesen von Leuten, die gemischt haben und es hat sich nichts geändert. Es ist alles derselbe Schrott geblieben, so wie bei mir jetzt. Oh! Ist das eine neue Deko? Oh mein Gott! Ist das eine neue Deko? Wir werden es sehen. Wir werden jetzt gleich sehen. Ich glaube, ich brauche Bolzen, oder? Ah, ich weiß es nicht. So, wir machen das so. Belohnungen abholen. Ist das eine neue Deko? Oh mein Gott. Moment. Ja, ja, neues Derby hat begonnen. Aufgabe nehmen wir direkt die natürlich an. So, wir gucken jetzt. Deko. Oh mein Gott. Es wird ja wohl nicht eine neue Deko sein jetzt, die wir bekommen haben. Oh, cool. Hier, von wegen, ich mecker nur. Ich finde die cool, die Deko. Finde ich sehr gut. Ja, nimm dies, nimm das. Was hältst du davon? Ich finde das gut. Hey, was auch manche Leute nicht verstehen, ich sage euch das jetzt einmal hier. Ich nehme manchmal auch extra Themen zum Behandeln, nur um zu meckern. Manchmal mache ich ein Video nur
weil ich meckern kann. Na, da habe ich gar keinen Bock, irgendein Video zu machen, weil es bleibt ja eh, es ist ja immer alles gleich hier. Es ist, oh Mann, ey, es tut mir, diesmal tut mir wirklich leid, also mein Magen extrem. Vielleicht schneide ich auch alles einfach raus. Ich muss das ja am PC machen. Manchmal mache ich wirklich nur ein Video, weil ich sehe, oh, darüber kann ich meckern. Und dann kommt ein Let's Play. Das heißt, es würde gar kein Let's Play kommen, wenn ich nicht meckern könnte. Überlegt euch das mal. Ja, weil das ist auch Unterhaltung. Ne? Es ist einfach unterhaltend, wenn man so ein bisschen meckert. Das ist einfach meine Art. Ich weiß, dass das viele nicht verstehen. Unter anderem Supercell hat es auch nicht verstanden. Tja, wie gesagt, ich wurde ja sehr schnell von der Partnerschaft entlassen, obwohl ich der erste deutsche Partner war. Das ist auch ein bisschen, naja. Dabei, ich halte die Leute ja trotzdem am Spiel. Auch wenn die meckern. Das versteht keiner, ne? Also wir spielen ja trotzdem. Wir regen uns einfach gerne auf. Wir regen uns gerne auf und spielen trotzdem. So sieht's aus. Ja. Ja, schnallen manche einfach nicht, glaube ich. So, ich bin raus, bevor mein Magen jetzt nochmal knurrt, weil der ist wirklich, der ist einfach überfordert. Ich war gestern sehr lange auf Tour. Auf Instagram konnte man es verfolgen. Ich bin 200 Kilometer mit der Arpe gefahren zu einem Oldtimer-Treffen. Mega cool. Tolle Autos, jede Menge Arpen. Also es war ein ganz tolles, war ein ganz tolles Treffen. Und da kommt auch noch ein Video auf meinem Abenteuerlust-Kanal. Also wer Bock hat, Reisen und sowas zu sehen, einfach auf Abenteuerlust gehen und dort könnt ihr das gucken. So, ich bin raus. Macht's gut. Hinterlasst einen Like. Abonniert diesen Mecker-Kanal, um kein Mecker-Video zu verpassen. Ne? Dann werdet ihr immer kostenfrei benachrichtigt. Und wer noch mehr Bock hat auf noch mehr Mecker-Videos, sogar intensivere Mecker-Videos, der wird einfach Mitglied, denn in den Mitgliedervideos, da nehme ich gar kein Blatt mehr vor den Mund. Ne? Da haue ich richtig raus. Ja, so, ich bin weg. Tschüss.